Bist du eigentlich ein zu netter Mensch? Fühlst du dich manchmal so ausgenutzt und weißt nicht, wie du das verändern kannst? In diesem Video sage ich dir, was du genau tun musst, damit du dir Respekt und Wertschätzung verschaffst. Hey, schön, dass du bei mir reinschaust. Mein Name ist Nick Pichler und ich sag dir, was auch immer auf dich zukommt, du schaffst das. Ich war mal ein viel zu netter Mensch in meinem Leben. Eine ganz schön lange Strecke. Und ich wollte das verändern, damit ich endlich mal meine Pläne umsetzen konnte, nicht nur immer die der anderen. Ich wollte es verändern, damit ich mit den Menschen bin, die mir gut tun und nicht immer nur mit anderen, die mich die ganze Zeit gebraucht haben. Ich wollte es verändern, damit ich wirklich Wertschätzung und Respekt erfahre. Und ich wollte es verändern, damit ich erfolgreich bin und damit ich einfach der Mensch sein kann, der ich nun mal bin. Musste ich deswegen ein werden? Nein, musste ich nicht. Aber ich habe eines gelernt. Ich habe gelernt, zu mir selbst fair zu sein. Ich habe gelernt, meinen Wert nicht unter den von anderen zu stellen, sondern auf Augenhöhe mit ihnen zu sein. Und das ist das ganze Geheimnis. Ganz ehrlich, wie oft ist es dir schon passiert, dass dein Arbeitskollege dich gebeten hat, eine Arbeit zu übernehmen, die er eigentlich tun hätte sollen? Und du denkst im Hintergrund, Alter, kriegst deine Sachen endlich mal gebacken? Aber mit einem Lächeln im Gesicht antwortest du natürlich, ja natürlich übernehme ich das gerne für dich. Wie oft ist es dir passiert, dass deine Beziehungspartnerin gesagt hat, Schatzi, was gehen wir heute essen? Und du sagst, egal was du magst, entscheide du bitte. Und im Hintergrund hast du aber eigentlich gedacht, asiatisch wäre schon cool gewesen heute. Und wie oft ist es dir passiert, dass du von deinem Schwarm versetzt worden bist? Dass Dates nicht eingehalten wurden, aber du immer für die oder den anderen bereit gestanden hast. Wenn das für dich der Fall ist, wenn du dich mit solchen Situationen identifizieren kannst, dann musst du lernen, ein Wort richtig einzusetzen. Das Zauberwort für zu nette Menschen ist das Wort Nein. N-E-I-N. Und genau damit haben sie ein Problem. Warum? Zu nette Menschen sind oftmals echt harmoniebedürftig. Sie wollen keinen Konflikt, sie wollen keine Zurückweisung, sie wollen keine Ablehnung. Und damit ist das Wort Nein natürlich etwas tricky. Was machen sie also? Zu nette Menschen versuchen das alles zu vermeiden und sagen immer Ja. Wenn sie wer fragt, mach das, ja natürlich, gefällt dir das, ja natürlich. Sie sagen ja, sie werden zu Ja-Sagern. Das Wichtige ist aber, Ja-Sager sind nicht wirklich interessante Menschen für die anderen. Ja-Sager sind Menschen, die man ausnützen kann. Und genauso geht es diesen Menschen, auch die immer Ja sagen, zu allem Ja und Amen. Sie werden nämlich ausgenützt. Es wird laufend über ihre Grenzen gegangen. Und das sind nicht die anderen schuld, Leute, das seid ihr selber schuld. Das seid ihr selber schuld, weil ihr lasst es laufend über eure Grenzen drüber trampeln. Ihr lernt es nicht, euch abzugrenzen. Durch ein Nein grenzt du dich ganz klar ab. Du sagst bis hierhin und nicht weiter. Du erzeugst damit Stärke, du erzeugst damit deine Position und was du noch daraus kreierst, aus dieser gesamten Situation, ist Wertschätzung und Respekt. Es werden dich nicht alle Leute mögen deswegen, überhaupt nicht. Aber es geht nicht darum, dass dich alle mögen. Es geht darum, dass dich die Richtigen mögen und dass die Richtigen mit dir auf deinem Weg mitgehen. Wie sage ich nun ein Nein, das mir Respekt und Wertschätzung verschafft? Dafür gibt es drei Regeln. Erstens einmal, nimm dir Zeit für deine Antwort. Zweitens mal, entschuldige dich niemals. Und drittens, mach dein Nein sympathisch. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von dem Arbeitskollegen von vorher, der dir wieder mal irgendeine Arbeit aufhalsen will. Der kommt also zu dir und sagt, geh komm, kannst du mir das schnell machen? Und du sagst normalerweise, wie aus einem Reflex heraus, ja natürlich. Und das machst du nicht mehr. Das heißt, wenn dir diese Frage gestellt wird, hältst du inne und atmest dann mal tief ein und aus. Weil in dieser Zeit kannst du dir überlegen, was hat dieses Ja jetzt für mich für Konsequenzen? Und dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass wenn du seine Hacke machst, dass du mit deiner nicht fertig wirst, dass du vielleicht am Abend länger sitzen musst oder dass du einen Abgabetermin versäumst. Also jedes Ja hat Folgen und das machst du dir in dieser Zeit bewusst. Jetzt reicht das vielleicht auch manchmal nicht mit einem Atemzug, na? Dann sagst du als Antwort zu ihm, du, ich überlege mir das, ich komme auf dich zu. Damit hast du es einfach einmal erledigt, die erste Regel. Die zweite Regel, dieser Arbeitskollege ist bei dir und du sagst, das schaffe ich jetzt nicht, ich habe einfach so viel zu tun und denkst, stopp, entschuldige dich niemals für ein Nein. Dann brauchst du es gleich gar nicht sagen, das Nein. Also ein Nein, das sich entschuldigt, das hebt sich auf, vergiss es. Ja? Also vermeide das entschuldigende Nein. Drittens, mach aber dein Nein sympathisch. Das heißt, du musst dir nicht sagen, wenn der jetzt herkommt, kannst du mit dir die Präsentation machen? Nein, das vermeidet. Du kannst dir sagen, du, jetzt habe ich gerade keine Zeit, aber vielleicht geht sich das morgen oder übermorgen bei mir aus. Oder vielleicht kann ich dir bei offenen Punkten helfen und dich da unterstützen, aber sonst ist es mir wichtig, dass ich jetzt meine Sachen fertig bringe. Ja? Das ist die richtige Antwort für ein Nein. Also nimm dir Zeit, entschuldige dich niemals und last but not least, mach es sympathisch. Conclusio ist, dass das Problem von zu netten Menschen
die konfliktscheu ist. Ich habe da übrigens da oben eine Umfrage gestartet. Lass mich wissen, ob du konfliktscheu bist. Zu nette Menschen wollen einfach Harmonie haben und damit hörst auf. Das Leben ist nicht nur harmonisch und persönliche Weiterentwicklung passiert niemals in der Harmonie. Der Mensch braucht die Reibung, das ist ganz wichtig. Der braucht das Positionieren, gegenseitige Meinungen. Der braucht auch nicht alle Menschen auf der Welt, weil dafür hast wirklich keine Zeit. Das Wichtigste ist für dich wirklich, lerne deine Grenzen zu wahren, lerne bei dir zu bleiben. Und last but definitely not least, sag ein Ja immer nur dann, wenn du es wirklich meinst. Denn sonst ist es nicht ehrlich. In diesem Sinn wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Du schaffst das.